Richtungsänderung mal wieder einschlagen. Und finden gleich mal Eisen und ich höre einen Zombie röcheln. Oder habe ich mich da gerade getäuscht? So, da ist auch nochmal Eisen in der Wand. Ich höre wirklich einen Zombie röcheln. So, aber das Eisen erstmal mitgenommen. So. Es kommt näher, das Röcheln. Aber wo es genau ist, kann ich schlecht sagen. Hört sich nach der Richtung an. Irgendwie wird es hier so dunkel. Im Dunkeln ist zwar gut munkeln. Es sind aber mehrere Zombies. Klingt aber wie das hier hinter wäre. Ach, scheiß die Wand an. Ist das geil hier? Ja, geil. Auf die Fresse, Junge. Direkt an dem Zombie-Spawner vorbeigebuddelt. Ist das geil. So. Bisschen Licht hier ins Dunkel bringen. Ja, geil. Schwert, danke. Nicht so aggressiv, Jungs. Muss ja auch nicht sein. So. Fackel drauf. Rumtum platzieren. Und hier drauf. Und hier raus. So, danke. Ein Brot, Kokos, Faden, Eimer. Ach, nehmen wir mal die ganzen Rotz mit. Nichts Besonderes. Alter, mein Inventar auch schon wieder voll. Wie geht denn das schon wieder? Oh, ich höre einen Schleim. So. Hier ist Lava. Und hier ist auch Lava. Ach nö. Oh. Aber Kohle. Gold. Das ich nicht mitnehmen kann. So. Was habe ich denn jetzt schon wieder Sinnloses eingesammelt? Oh. Den Moosstein nehme ich jetzt mal nicht mit. Muss ja nicht. Da wäre Redstone. So, sonst nichts mehr Interessantes hier. Ich dachte jetzt, hier ging es übelst weiter. Aber dann doch nicht. Hm, doof. Es ist so Zufall gewesen, dass ich mich hier direkt vorbeibuddel an einem Zombie-Spawner. So, ein bisschen Redstone. Warte, werfen wir weg. Den Faden natürlich. So. Weg mit dem Scheiß. Braucht doch eh keiner. Redstone ist doch viel cooler. Ist ja klar, dann nimmt man halt wieder mit den Scheißfaden. Ach, schon wieder zum Endstone durchgebuddelt. Bin auch immer so krank. Mich hier immer zum Endstone hier durchbuddel. Jetzt machen wir mal straight hier diese Richtung. Vielleicht findet man ja was. Diamant wäre cool.
oder zwei. Ich bin eigentlich hier nur unterwegs wegen zwei Diamanten, aber das Glück ist mir nicht hold. Aber um ehrlich zu sein, ich habe schon einiges an Minecraft gespielt, aber den einen Diamanten, den ich jetzt daheim habe, das ist der einzige, der überlebt hat bis jetzt. Der ist wirklich bis in eine Truhe von mir geschafft hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier auf dem Weg nichts kommt? Aber wirklich gar nichts. Weder Kohle, noch Redstone, noch Eisen, noch sonst was. Ich könnte das Ei wegwerfen. So, weg mit dir, du Ei. Ich brauch dich nicht. Ich bin lieber ohne Eier unterwegs. Immer diese Dreckseier. Hallo. Mag da nichts kommen? Mag mich Minecraft mal wieder nicht? Keine Höhle, nichts. Nada, niente. Jetzt buddel ich mich hier wirklich wahllos durch. Und es kommt gar nichts. Hallo. Habe ich jetzt wirklich einen straighten Strich erwischt, da wo nichts ist? Außer Wasser über mir. Oh, ich höre eine Spinne. Wie interessant. So, hier sabbert nichts mehr durch die Decke. Jetzt machen wir uns noch ein paar Fackeln. So, pupp. 24 Stück fürs Erste. Hier tropft die Decke, hier nicht mehr. Ich dachte, hier tropft die Decke nicht mehr. Oh, ist ja geil. Stollen gefunden. So, erstmal Licht ins Dunkel bringen. So, jetzt stopfen wir hier mal die Löcher, die hier nicht sein dürfen. So. Jetzt markiere ich mir aber hier den Eingang, dass ich hier dann rein muss. So, erstmal hier alles sichern. Gut. Nehmen wir uns das Eisen wieder mit. So wie wir es brauchen. Ja, wie ich es liebe. Ich habe einen Stollen. Kann ich mich wieder zu Tode schaudern hier. Und hier dahin spielen. Ich mag Stollen einfach. Merkt man das? Ich mag sie einfach. Was war denn das für eine Aktion? Eieieiei. Es wird hier lustig. Ich glaube, ich gehe ein Stück höher, hol mir eine Kiste. Fupp. Falsche Richtung. Hier liegt noch mein Ei. Nehme ich mir hier so eine formschöne Kiste mit. Mit der Axt abbauen wäre vielleicht schlauer. Ja, mitnehmen ist immer so eine Sache bei mir. Wenn das Inventar voll ist, geht halt nicht mehr mehr. So, dann rein, rein. Können wir auch mal hier reinbunkern. So, so. So, so. Pflastersteine haben wir jetzt auch ein paar Stacks schon wieder. Eisen, 40 Stück schon. Krass. Krasses Pferd. So. Eimer kommt drin. Hier noch ein Pflasterstein. So.
Dann geht's hier auf weiter. Ich hab so viel Bock hier. Und natürlich nehmen wir das Ei auch gleich wieder mit. So. Muss ich hier noch ein bisschen freihämmern. So, ich höre hier Spinnen. Spinne ich denn in etwa? Ja, Junge. Ja, versuch's erst gar nicht. So, jetzt fress ich erstmal was. Oh, mein Schwert ist kaputt. Aber das juckt mich herzlich wenig. Das juckt mich herzlich wenig. Ich freue mich so, ich freue mich so. Ja. Sir Flauschefuß ist auch wieder unterwegs hier. So, jetzt halt die Fresse, Junge. Alter. Was geht denn hier ab? Jetzt reg dich ab, Junge. Tod. So. So wie es sich gehört. Brav. Alter. Junge, komm rüber. Kriegst du hier volles Pfund aufs Maul. Volles Pfund aufs Maul, habe ich gesagt. So. Ich muss mich mal kurz umsetzen, dass mir der Monitor ein bisschen heller erscheint. Da ginge es weiter, aber ich steige erst empor. Um die Lage zu sichern. Hoppala, habe ich vergessen, Fackeln zu setzen. Wäre vielleicht nicht so unklug. Läuft ein Creeper rum. Sehr von und zu Flausch. So. Machen wir uns noch ein paar Fackeln. Da machen wir uns keine Illusionen. Die brauchen wir. So. Ein Stick haben wir noch übrig und elendlich viel Kohle. So, dann nehmen wir die Kohle natürlich mit. Und die Kohle, die wir mal gerade verbraten haben, für die paar Fackeln, sofort wieder reinzuholen. Und das schaffen wir locker. So, den Grünling. Den Hulk nur in schmächtig. Den behalten wir im Auge. Hab gesagt, den behalten wir im Auge. Deswegen mache ich hier frei. Der Hulk in schmächtig, der hat es aber voll drauf. Der bläht sich auf und explodiert. Der ist nicht lustig. Alter. Geht's da unten weiter. Cool. Gut zu wissen. Ja. Ist ja klar. So. Wo ist Herr Sir Flauschefuß hingekommen? Ich trau ihm nicht. Ach, da unten. Alter, ist hier Massenveranstaltung von Vollidioten.